Ja. Wir sind zwar jetzt ausgeschlafen und ein bisschen hungrig und durstig. Können wir deswegen trotzdem fort? Ziehen wir unsere Schuhe an. Obwohl, wir gehen ja fort, ne? Dann werde ich mal... Sag mal, wo ist denn... Hä? Moment. Wo ist denn unsere zerschlissene Robe? Nehmen wir die so lange, ne? Aber... Wo ist denn unsere zerschlissene Robe hinkommen? Habe ich die mal verkauft? Dummerweise? Verdammt. Das ist natürlich doof. Um ehrlich zu sein, ist es sehr doof. Um ehrlich zu sein, ist es einfach nur blöd gelaufen. So, wir gehen jetzt ab ohne Essen. Puh. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Ohne genug... Warte mal, vielleicht hat die wieder was. Vielleicht hat die neue Nahrungsmittel. Mariana Ansharia, Wirtin der Herberge zur Chardinalbrücke. Wir bieten ehrenwerten Personen in der Gemeinde Chardinal Betten und Mahlzeiten an. Sag mal, bin ich nicht ehrenwert, dass ihr mir keine Mahlzeit anbietet? Wir verkaufen nur vom Besten. Was darf ich... Das wahnsinnig. Seht euch vor. Ja, das ist ja doof, ne? Das ist ja fast ein bisschen doof. So, wir können hier raus. Ja, da müssen wir doch mal zur Dunkel... Ach nee, da waren wir ja. Oder wir gehen mal zum Händler. Vielleicht hat ja der vielleicht ein bisschen was, ne? Ah nee, der... Ah, der noch gar nicht auf. Aber wir sind so früh unterwegs. Na gut. Vielleicht finden wir ja draußen Hallo. Was. Die Neulandschenke ist der Vera Romalens ganzer Stolz. Es freut sie besonders, dass die Rote Königin dort zu einem Trunk einkehrt. Schönen Tag. Wer zum Geier ist denn die Rote Königin? Warte mal. Vielleicht. Vielleicht. Nö. Hier wird nichts gesagt drüber, ne? Ja gut, wir versuchen jetzt wirklich mal... Wer ist denn die Rote Königin? Wir versuchen jetzt mal hier rauf zu gehen, ne? Also wir wenden uns nach rechts und versuchen unser Bestes. Was ist denn das hier? Können da nicht einfach rein, oder? Jedenfalls ist es ein irgendwas mit Schwert, ne? Nee, traue ich mich jetzt nicht rein. So, sind wir noch auf dem richtigen Wege? Ja. Jetzt müssen wir hier aufpassen, dass wir nicht von irgendwas angegriffen werden. Wir werden mal umschwenken. Und zwar auf unseren Bogen. Mit... sag mal... Wir haben aber auch nicht mehr viel Pfeile, ne? Sag mal, ich gehe ein bisschen... Ich bin ja kaum gerüstet hier. Moment, da hinten ist doch ein Wolf. Aber... Ich weiß nicht, ob wir uns dem Wolf überhaupt nähern müssen. Ja, Fleisch. Können wir das roh eigentlich verzehren?
Die haben noch jede Menge Fleisch, oder? Wo habe ich denn das gelassen, das Fleisch? Ich hatte doch ganz viel so Wildfleisch. Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Haben wir das verkauft? Haben wir das irgendwo hingelegt? Habe ich das in der Magergilde irgendwo gelassen? Warte nochmal. Ja, wir sind noch genau richtig auf der Karte. Au. Voll durch den Busch durch. Ich höre Wasser. Irgendwas rauscht in der Nähe. Moment, was ist denn das hier? Huch. Sieht aus wie... Das würde ich mir, um ehrlich zu sein, gerne mal anschauen. Das ist eine Mühle, ne? Und die... Irgendwie stellen die noch Grabsteine hier. Nicht sehr... vertrauenswürdig. Ja, vielleicht doch. Dass wir noch reinfallen, aber ist niemand da, ne? Aber ist irgendwie eine... Ja, irgendwie eine Mühle. Hier ist niemand. Wir stellen uns mal auf der Brücke und schauen uns das Ding nochmal von hier unten an. Ich meine, schön ist es, ne? Hier, ein bisschen idyllisch ist es, aber ändert nichts an der Tatsache, dass wir weiter die Richtung nach oben müssen. Kommen wir da rauf? Oh, voll hier durch. So, wir schauen wieder auf unsere Karte natürlich und wir kommen genau... Ach, da oben ist ein See, ne? Ja, wir sind durstig und hungrig, ich weiß. Ich kann es ja nun mal nicht ändern. Ach, hier ist schon das See. Oder? Wartet mal kurz. Hier muss irgendwo ein Eingang von einer Höhle sein. Ja. Hast du was zu essen? Ich esse jetzt rohes Fleisch. Nützt dir nix. Nützt dir nix. Wir essen jetzt rohes Fleisch. Geht es überhaupt? Nee, wir braten es uns natürlich. Ne? Es gibt ja hier keinen Bratservice. Deswegen... Wir schauen mal, wie es mit unserem Hunger jetzt ist. Ja. Wir sind nur ein bisschen durstig. Dem können wir Abhilfe schaffen. Sind noch ein bisschen durstig. Den können wir total Abhilfe schaffen. Okay. Hinten sind irgendwelche hohe Berge, ne? So, irgendwo hier oben. Oh, das sind viele Wölfe. Also nach der Karte hier müssen wir schon noch ein bisschen rauf. Durch die Büsche durch. Müssen wir wahrscheinlich sogar an diesen Wölfen vorbei. Ah, das war ja total gar nichts. Ne, da müssen wir näher ran. Gehst du? Hier. So, wo sind sie denn? Da, komm doch. So, aufgepasst. Verdammt.
Verdammt. Verdammt. List. Der kommt, ne? Hier wahrscheinlich. Wir haben nur noch zwei Pfeile. Das ist recht wenig. Ja, wir hätten Pfeile kaufen sollen, merke ich gerade. Ja, aber hier ist gar nicht so schlecht. Ich glaube hier oben eventuell, ne? Ja, hier kommen wir nicht durch. Ne, Hut der Hasenpfote. Wenn wir jetzt hier so rüber gehen und dann hier rauf? Nee, das ist eine gute Idee. Nee, ne? Kommen wir überhaupt hier rüber? Oh. Hier rauf? Eine Idee, da oben, ne? Da müssen wir rein. Lass uns schauen hier. Oh. Nimm. Haben wir schon wieder drei Pfeile. Unten ist der Wolf, ne? Dann gehen wir gleich rein, ne? So, jetzt ist die Frage, was haben wir jetzt hier? Schauen wir uns mal ganz unverbindlich um, ne? Mit drei Pfeilen. Moment. Wollen wir erstmal... Verdammt. Jetzt ist unserem Heiler sehr, sehr mulmig. Ich nehme mal das Schwert in die Hand. Und lass es umkrampft. Der Tag bricht an. Begrüßt den neuen Tag. Willkommen, mein Bruder. Es ist schon spät, doch der Meister hat noch Arbeit für willige Hände. Ihr dürft den Schrein betreten. Haro bringt euch zum Meister. Er wird euch zum Diener von Fürst Dagon weihen. Säumt nicht. Die Zeit des Wartens ist fast vorüber. Die Zeit der Reinigung ist nahe. Haro wartet dort drinnen. Ihr solltet nicht mehr länger warten. Ich bin Haro, Wächter des Schreins von Dagon. Ihr seid dem Pfad der Morgenröte gefolgt, den der Meister Mankar Kamoran in seinen Schriften verborgen hat. Damit habt ihr euch euren Platz unter den Auserwählten verdient. Ihr kommt gelegen. Ihr habt vielleicht die Ehre, durch den Meister selbst in den Orden aufgenommen zu werden. Als Mitglied des Ordens der mythischen Morgenröte erhaltet ihr dank der Großzügigkeit des Meisters alles, was ihr braucht. Gebt mir eure Habe und legt diese Robe der Novizen an. Ach du grüne Neune. Ja, puh. Wenn Mara das nicht so verlangt hätte, ne? Wir lassen uns mal drauf ein, denn auf Streit sind wir nun wirklich nicht aus, ne? Hier. Sehr gut. Folgt mir, ich bringe euch zum Schrein. Haben wir die? Ja, haben wir schon an. Eieiei, wie sehen wir denn aus? Ach, du grüne Neune. Ja, ich bin ja schon da. Der Morgen, Dämmer. Wann wird der Meister den Beginn der Reinigung befehlen? Alles ist bereit. Die Tür ist abgeschlossen. Nur Geduld.
soll denn das jetzt hinführen? Der Morgen dämmert. Lobet ihn! Von Fürst Dagon. Wenn ich wieder auf Erden bin, werden die Gläubigen unter euch ihre Belohnung erhalten. Sie werden für immer über allen Sterblichen stehen. Für den Rest gilt, die Schwachen sollen ausgemerzt werden, die Furchtsamen niedergemacht und die Mächtigen sollen mir zitternd zu Füßen liegen und mich um Vergebung anflehen. Dies spricht für Dagon. Lobet ihn! Eure Belohnung, Brüder und Schwestern. Die Zeit der Reinigung rückt näher. Ich werde nun ins Paradies gehen. Ich werde zum Beginn der Dämmerung mit Fürst Dagon zurückkehren. Wir haben einen neuen Bruder, der sich in die Dienste von Fürst Dagon stellen möchte. Tretet vor, Novize! Ach, du grüne Neuner. Bah. Ihr seid hergekommen, um euch in die Dienste von Fürst Dagon zu stellen. Dieser Pakt muss mit dem roten Trank besiegelt werden, mit dem Blut der Feinde Fürst Dagons. Nehmt den Dolch und bietet Fürst Dagon den roten Opfertrank als Versprechen für das Blut eures eigenen Lebens, das am Ende ihm gehören soll. Boah, in was für Gewissenskonflikte stürzt ihr mich denn rein hier? Ich soll das Opfer auf dem Altar erschlagen. Boah. Pass auf, wir stimmen erstmal zu und entscheiden dann. Damit wir zumindest das Überraschungsmoment auf unserer Seite haben. Nun gut, wir werden das Opfer erschlagen. Fürst Dagon dürstet nach dem roten Trank. Stillt seinen Durst. Boah. 1, 2, 3. Noch keine Chance, oder? Ach du grüne Neune. Fürst Dagon. Stirb und verlier. Für Fürst Dagon des Meisters nicht entkommen. Ihr seid schwach, so wie die Götter, die Die Reinigung übersteht. Können wir vielleicht noch was mit dem machen hier? So wie die Götter. Den können wir befreien. Los, wir gehen raus. Die Auserwählten werden die Reinigung überstehen. Wir versuchen zu entkommen. Das ist die einzige Chance, die ich sehe. Ihr seid schwach, so wie die Götter, die ihr anfleht. Fürst Dagon. Ja! Die Zeit der Morgen bringt. Ihr seid schwach. Stirb, Ungläubig. Das Paradies erwartet mich. Für Fürst Dagon! Moment mal, der hat doch alles von uns. Moment. Vielleicht... Moment. Wenn wir jetzt... Wir haben bestimmt doch noch ein paar Heiltränke, oder? 1, 2 Heiltränke werden wir doch wohl haben. Einen starken haben wir.
Sehr schön. Wieso haben wir so wenig Heiltränke? Wieso haben wir keinen einzigen Heiltrank mehr? Aber wartet, wir haben auf alle Fälle ein Schwert. Was nicht das Schlechteste ist. Und haben wir vielleicht noch, was haben wir noch? Können wir auf Magie wiederherstellen? Wir hauen jetzt alles rein, das ist mir jetzt egal. Giftheilungstrank, nö. Können wir vielleicht noch Mühsalzgift? Gerne, drauf. Vergifte, was das Zeug hält. Erholungstrank, schwach. Jo. Blitzschild, Blitzschildtrank. Ich glaube, das ist gar nicht so schlecht. So, und jetzt? Ich verpuff. Wartet mal. Jetzt ganz ruhig bleiben. Einfach nur total ruhig bleiben. Einfach nur ganz, ganz ruhig bleiben. Was hat denn eigentlich die dabei? Lederstiefel nehmen wir mal mit, einfach nur, weil wir es können. Ha, Moment, da ist jemand. Wartet mal. Wir nehmen mal und wir sparen mal gar nicht mit unserer Ausrüstung hier. Moment, das Schwirren des Bogens und das Schabgeräusch des gefiederten Pfeils sind uns vertraut. Als frisch gebackener Schützenlehrling können wir nun die Bogensehnen mit aufgelegtem Pfeil halten, ohne dabei zu ermüden, das ist gut. Aber wartet mal, ich gehe trotzdem mal wieder auf Schwert zurück. Und vor allen Dingen werde ich mich mal hier ein bisschen... Oha! Komm her. Komm. Der hat die alle geholt. Der Morgen dämmert. Hallo. Der Morgen dämmert. Lobe sagt, seit der Reinigung ist nah, hätten einen Boykott von kaiserlichen Waren ins Land. Was ist denn das? Was? Das könnte eine Gefährdung. Ihr könnt der Wachsamkeit des Meisters nicht entkommen. Ah! Wo gehen die hin? Okay. Das war die. Warte mal, was hatten die dabei? Nix. Gott. Nur keine Panik jetzt. Was immer es war, jetzt er morgen dämmert. Ich grüße euch. Die Kolovianer sind stolz auf ihr... Moment. Zum Ruf als unabhängige, ungehobelte Rebellen. Ja. Wo seid ihr? Fürst Stark, erwartet eure Seele in Oblivion. Ein nach dem anderen, ne? Das ist der große Plan. Okay. Einen nach dem anderen. Nicht. Psst. Ganz ruhig. So, wir schauen mal, dass wir jetzt langsam wieder nach vorne kommen. Und hier waren welche. Nee, hier ist aber niemand mehr. Wir versuchen mal... Aber ich glaube, der ist tot, ne? Dieser Argonier, den wir befreit haben, der hat es bestimmt nicht geschafft. Obwohl, warte mal, wir sind doch hier durchgekommen. Wie geht es euch? Fantastisch. Danke der Die sind noch gut drauf, ne? Ich will mal sagen, die sind noch gut drauf. So, haben wir hier noch welche? Der ist bestimmt tot, der Argonier. Aber ich hätte ihn auch... Es wäre Quatsch gewesen, den drauf zu lassen, oder? Aber hier ist niemand mehr.
Wir wollen trotzdem mal das Kurzschwert in die Hand nehmen. Hier ist jemand umgekommen. Das ist ein Stein, okay. Halt! Da ist er! Der lebt noch! Der hat's geschafft! Der hat's echt geschafft! Okay, hallo? Habt Angst, ne? Ja, ich versuche mein Bestes. Vielleicht kommen wir hier raus. Boah, ich wüsste jetzt nicht wie. Das Tor ist zu fest. Ich weiß nicht, wo wir das irgendwie aufmachen können. Du willst hier raus, ne? Ich auch. Ich sag's, wie es ist, aber... Ja, du hast dich hier gut verteidigt, mein Freund. Bin sehr stolz auf dich. Bin sehr, sehr stolz auf dich. Ich schau mal... Moment. Ah, ein Stab. Ach so, wir haben doch auch noch einen Stab. Moment. Dann nehmen wir sogar mal den Stab. Wir haben noch mehrere Stäbe, oder? Haben wir den einen... Wo haben wir denn den Stab des Feuers gelassen? Hä, wir hatten doch noch so viel Zeugs. Wo habe ich denn das liegen... Hä? Jetzt bin ich ein bisschen außen vor. Okay. Dann können wir nämlich auch ein bisschen mit Blitzen rumeiern. Was haben wir denn hier? Mysterium Xerxes. Wow. Wow. Wir nehmen es mal mit. Wir nehmen es mal mit, denn wir brauchen... Denn wir brauchen das. Ach du grüne Neune. Hier geht's ab. Ja, ich konnte ihn nicht erschlagen hier. Obwohl es war vorauszusehen, dass wir hier gegen Tausende kämpfen müssen. Ne? Und unser Heiler ist ja nicht gerade der... Der allerstärkste, ne? Das muss man jetzt mal dazu sagen. Hattet ihr einen Schlüssel oder so? Warte mal. Du hast nicht so völlig irgendeinen Schlüssel. Ne? Und hier ist vielleicht irgendwo ein Hebel? Nee. Ist vielleicht jetzt die Tür oben aufgegangen? Oder müssen wir wirklich noch einen Schlüssel suchen? Oder müssen wir... Hä, wo ist denn hin? Ah, tatsächlich, die Tür ist auf. Er ist fort. Das ist ein Wort. Dann gehen wir auch fort. Was jetzt? Ach du Gott. Nicht so, mein Freund. So, wo ist er denn, mein Argonia? Hey, wo bist denn hin? Stirb mir jetzt nicht noch. Wenn du jetzt noch stirbst, ne? Vielleicht war... Ich höre irgendwas. Dagon erwartet eure Seele in Oblivion. Wo? Fürs Dagon erwartet eure Seele in Oblivion. Ich schwärme mich gerade hier auf, du erbärmlicher Mensch. Stirb. Warte doch mal. Ich will dir helfen. Oh, ich muss ihm hinterher. Das nützt ja nichts. Hier will ich hier... Die Zeit der Reinigung ist nahe. Oh Gott. Wo? Wenn der nicht immer gleich weiterrennen würde, ist denn der des Wahnsinns? Nur die Auserwählten werden die... Lebt er noch? Lebt mein Freund noch? Der Staub hier rettet uns ein bisschen das Leben, oder? Obwohl, ich finde, unser Schwert, das wir... Ich weiß gar nicht, wo wir das her haben. Das war auch nicht das Schlechteste. Nehmen wir die Fackeln mit.
Die Fackel lassen wir mal da. Oh, hoffentlich lebt der Argone noch. Jetzt haben wir es so lange. Wo ist er denn? Ach du Gründen, und ich hör's. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Hier nicht, ne? Drüben, oder? Nee, ich muss hier rauf. Mist. Aber hier geht's. Oh, hier geht's nicht weiter. Hier drüben. Verdammt. Verdammt. Wenn sie jetzt noch den Argonier niedergemacht haben noch. Dann. Dann! Was immer es war, jetzt ist es weg. Moment, war das überhaupt? Ja. Lebt der noch? Ich höre noch Kämpfer. Nichts wie weg! Warte, ich bin da! Warte, ich helfe dir. Hey. Ich helfe dir, mein Freund. Ich bräuchte ein bisschen... Warte, ich bräuchte ein bisschen Essen. Es tut mir echt leid, aber... Essen ist auch wichtig. Käsestück nehme ich noch und... Ja, okay. Ihr könnt der Wachsamkeit des Meisters nicht entkommen. Für Fürst Dagon! Woher ist dich beinahe? Für Fürst Dagon! Wo ist er denn schon wieder? Achtung, Argonia! Das Paradies erwacht. Ich fürchte den Tod nicht. Moment. Moment. Da müssen wir mal kurz... Eventuell haben wir Glück. Ach, was ist denn das mit den Kisten? Also irgendwas ist mit den Kisten verkehrt. Wisst ihr das? Ich denke da am Lagerraumschlüssel. Okay. Irgendwas ist mit den Kisten total verrückt. Nein! Achso, ich habe schon gedacht. Wow, ich habe schon gedacht. Jetzt frage ich mich nur, wo ist unser Argone hin? Und vor allen Dingen, sind wir noch auf dem richtigen Weg? Oder warte mal, hier müssen wir entlang. Oder? Ist der Argonier noch da? Sind wir ab noch richtig? Wahrscheinlich nicht mehr. Na doch. Irgendwie schon, ne? Hä? Ah, okay. Achso. Ich sehe es kaum. Aber der Argonier kann hier nicht durch sein. Ist er wirklich noch gestorben? Wir gehen nochmal zurück, ob wir den Argonier noch finden, ne? Das nehmen wir mit. Keine Zeit für ihn. Oh, Moment. Okay. Ja, das ist ja jetzt doof, ne? Jetzt habe ich gedacht, wir könnten zum Schluss nochmal mit dem Argonier sprechen und uns vielleicht... Das mit den Dietrichen, ne? So richtig? Wird es nix. Ich glaube, wir müssen sowieso zum Ende kommen. Sag mal, wo waren wir denn jetzt noch nicht eigentlich? Na, waren schon überall. Wo ist denn der Argone dann hin? Wo könnte denn der noch hin sein? Wir sind wahrscheinlich durch den ganzen Ding gegangen. Denkt ihr, der ist hier noch rein? Im Schrein? Zu dem Schrein hier rein? Nee, oder? Hier sind wir doch gekommen. Oder hat es ihn wirklich noch dahin gerafft? Ach. Ach. Hey,
noch eine Dame von euch Bande hier. Nämlich unser Heiler, der ist jetzt echt wütend. Für Fürst Dagon! Der ist wirklich... Der ist richtig wütend, weil er den Argone nicht mehr findet. Mist. Wo ist denn der hin? Ne, hier waren wir auch schon. Ja, jetzt wenn wir hier noch alles absuchen, das bringt ja auch nicht viel. Ich meine, okay. Wir könnten und bräuchten sogar ein bisschen Geld, ne? Hm. Wollen wir noch mal ein bisschen hier uns umschauen? Ein klitzekleines bisschen. Da kommen wir nicht rein. Hallo? Was ist das? Wer ist da? Es war wohl gar nichts. Doch. Wo seid Was? Ihr? Seid dankbar, dass ihr die Ankunft von Fürst Dagon... Der Stab ist der Wahnsinn. Der Stab... Oh, ein Silberdolch. Wir haben... Ja, wir können sogar noch mitnehmen. Der Stab ist der absolute Wahnsinn. Ja, vielleicht hat es ja geschafft, ne? Ne, das nehmen wir nicht mit. Vielleicht hat es der Argone... Also, ich hoffe, der Argone hat es geschafft. Oh, was ist denn das? Ne, den Apfel, den nehmen wir nicht mit. Kann man irgendwie das Ding zerstören? Ah, wahrscheinlich eher nicht. Na, da haben sie gebetet. So, mein Freund. Ich bin da. Für Fürst Dagon. Huch, ihr könnt der ich habe nichts mehr. Oh, Hilfe. Ich hab... Oh Gott, wir haben keine Ladung mehr. Keine Ladung mehr. Ist das nicht entkommen? Was ist denn jetzt? Jetzt geht's. Und vor allen Dingen brauchen wir noch Kommen. Das hier. Achtung. Sag mal, treffe ich mal jemanden? Das Paradies erwartet mich. Wo sind sie? Hä? Hä? Na, von mir aus? Wo seid ihr? Irgendwie sind die total verwirrt gewesen. Genau wie ich. Ja, den Apfel nehme ich mal mit. Grankulde lasse ich hier. Guld und Last auf alle Fälle. Hm, was sind das eigentlich hier? Ach, das ist die... Ja, nimm. Komm. Können wir verkaufen. Wird bestimmt... Braucht das? Irgendjemand braucht das, oder? Karotten und Zwiebel? Yes. Ready. Wir miefen total. Wisst ihr das eigentlich? Hm. Wo sind wir denn jetzt? Wir gehen mal nach links. Ach so, dann kommen wir wieder hin. Ja gut, von mir aus. Grüße. Für Fürst Dagon. Das Paradies erwartet mich. Ja, die haben natürlich keinerlei Angst, ne? Weil das Paradies erwartet sie hier. Und das natürlich übelst. So, und wir gehen jetzt raus. Und ich mache jetzt Schluss. Denn ich glaube, wir haben genug für heute. So, auch zeitmäßig. Was hier? Ja.
Und vor allen Dingen auch zeitmäßig. So. Ja, schade eigentlich, dass wir das mit unserem Argonien nicht so richtig geklärt haben, ne? Ja, vielleicht treffen wir ihn doch noch draußen dann. So ganz draußen. Wo war denn eigentlich das ganz draußen? Hier, ne? Hier ging's raus, oder? Da gehen wir das nächste Mal hin. Das sieht aus, wie wenn es hier wieder in die Natur geht. Gott sei Dank. Ciao, ciao.